Salzburgs Innenstadt ist bald um eine Attraktion reicher. Weitneues heißt das Gebilde, das gerade am Mozartplatz entsteht. Der sogenannte Kunstigel ist Kunstwerk und Veranstaltungsgebäude in einem. Was man hier hinten sieht, das sind die ersten Teile dieses Weitneues Kubuses, dieses Raums, der hier geschaffen wird. Es ist eigentlich, schaut von außen aus wie ein Igel und wird ein Raum sein für bis zu 50 Personen in Theaterbestuhlung, der aufbaubar ist für mehrere Monate, der regenfest ist und den man im ganzen Bundesland eigentlich als Kulturveranstaltungsraum positionieren kann. Vor allem aber ist es auch eine Aussage, Salzburg ist auch ein Ort der Moderne. 300.000 Euro kostet der Kunstigel. Die Gelder stammen aus dem Fonds Kunst am Bau, der damit voll abgeschöpft wurde. Ende nächster Woche wird Weitneues fertiggestellt sein. Ab dann wird es in dem neuen Kunstraum Veranstaltungen geben. Das heißt, das erste Wochenende, nämlich ab dem 25. und 26. März, wird hier die Biennale noch zu Gast sein. Und dann werden wir einfach zeigen, was Salzburg als Kunst- und Kulturland neben dem, was jeder kennt, auch zu bieten hat. Es wird Filmabende geben, wo die Dokumentarfilme, die preisgekrönten, die in Salzburg entstanden sind, zu sehen sind. Es wird das Mozarteum-Orchester Matineen spielen, es wird das Jazz-Sit-Konzerte haben und. Das heißt, es wird ein relativ bunter Strauß an all dem, was Salzburg als Kulturland auch so vielfältig und lebendig macht. Bis Ende April wird Weitneues jedenfalls am Mozartplatz stehen. Solange hat das Grundamt die Konstruktion genehmigt. Über eine Verlängerung wird noch verhandelt. Die Veranstaltungs- und die Baubehörde haben eine Genehmigung bis Ende Juni erteilt. Danach soll Weitneues an verschiedenen Orten im ganzen Bundesland aufgestellt werden. Eine Attraktion ist der Kunstigel jedenfalls bereits jetzt.